So, in dieser Aufgabe geht es um Differentialgleichungen. Und zwar haben wir uns dabei mal den radioaktiven Zerfall herausgepickt als Beispiel. Ja, der radioaktive Zerfall ist ja so, das haben wir alle in der Schule gelernt, dass man also so ein paar, also irgendein radioaktives Isotop hat, irgendeins, ja, zum Beispiel Uran oder Plutonium. Ja, und je nachdem, in welches Buch Sie gucken, finden Sie dort zu jedem Isotop eine sogenannte Zerfallskonstante Lambda, das ist eine Zahl. Ja, und die gibt an, wie intensiv oder wie schnell das jeweilige Isotop zerfällt. Ja, und wenn man jetzt also sich fragt, ja, wie hängt das Lambda jetzt zusammen? Das ist wie folgt. Also wenn ich zum Beispiel wenn ich diese Funktion n habe und die sagt mir, wie viele Isotope ich zurzeit gerade habe, zurzeit t. Ja, zu einem gewissen Zeitpunkt t habe ich n Kerne von diesem Isotop. Ja, und dann ist die folgende Gleichung, die folgende Differentialgleichung sozusagen wahr. Dann ist n' von t gerade minus Lambda n. Ja, das heißt, die Rate, mit der ich zerfalle, ja, ist eben halt minus Lambda n. Das heißt, proportional abhängig zu der Anzahl der vorhandenen Isotope aktuell, was ja auch ziemlich logisch ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie gerade 10 Kerne habe von meinem radioaktiven Isotop, dann zerfallen da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das welche von zum nächsten Zeitpunkt. Ja, und wenn ich 20 davon habe, müssen sie irgendwie auch doppelt so viel sein. Also dass diese Zerfallsrate proportional ist zu der Anzahl der gerade vorhandenen Isotope, ist irgendwie ziemlich plausibel. Und dann gibt es halt nur eine einfache Konstante. So, das heißt, das ist hier jetzt die Differentialgleichung, die den radioaktiven Zerfall beschreibt. Je nach Isotop, was wir betrachten, hat man ein anderes Lambda. Ja, also beim Uran ist es eben halt was anderes als beim Plutonium. So, wenn Sie jetzt aber in die Bücher gucken oder wenn man so ein bisschen so ja, sich damit beschäftigt, liest man manchmal auch eine ganz andere Angabe. Man liest die sogenannte Halbwertszeit. Ja? Also man sagt, ah ja, also es dauert so und so viele Tage, Wochen, Jahre, bis die Hälfte der Kerne zerfallen ist. Das ist irgendwie für die Leute viel einfacher zu verstehen. Ne? Also ich habe 1000 die Kerne von meinem Isotop. Und nach 3 Jahren sind nur noch 500 da, alle anderen sind zerfallen. Dann weiß man, wie intensiv dieses jeweilige Isotop zerfällt oder nicht. Ja, und was ich jetzt haben möchte, ist in der Aufgabenstellung A, eine Formel, wie ich aus diesem Lambda die Halbwertszeit berechne und umgekehrt. Das ist im Prinzip die Idee. Na gut, also wir haben ja also folgende Differentialgleichung. Wir haben ja also n' von t. Ist ja minus Lambda n von t, das ist ja hier gegeben. Das heißt, ich kann das auch so schreiben. Ja, also wenn ich das in der Differentialgleichungsschreibweise einfach haben will, dann ist es einfach n' plus Lambda n gleich 0. So, und wenn man das hat, sieht man auch, das ist ja eine ganz einfache Differentialgleichung, lineare Differentialgleichung, erste Ordnung, weil man nur n' hat. Und die ist sogar noch homogen. Ne? Also viel einfacher kann man es nicht haben. Und da gab es ja diesen tollen Satz aus dieser Vorlesung, dass n von t also nur so aussehen kann. Daraus folgt also n von t mit dem Satz. Ja, der Satz, der entsprechend die Aussage macht, wie die Lösung aussehen können. Die sehen halt alle so aus. Sehen so aus: c mal Exponentialfunktion von minus, und jetzt ist Integral die Stammfunktion von diesem Term hier. Nur so einfach mit die Stammfunktion von Lambda dt. Ja, so, und da muss man sich dann einfach nur noch überlegen, was das eigentlich ist. C mal Exponentialfunktion, ja, was ist die Stammfunktion von Lambda? Das ist einfach minus Lambda t. So, dann hat man das erledigt. Ja, bei dieser Stammfunktion muss man immer darauf achten, dass man das ohne Integrationskonstante nimmt. Also nicht hier noch eine Integrationskonstante dazu dichten, das muss man nicht. Ja, so, das heißt, n von t sieht immer so aus. Immer, immer, immer. Ja, das Einzige, was sozusagen zur Wahl steht, ist das C. C ist eine beliebige Zahl aus R. Ja? Die darf man sich wählen. Hier ist C, was ich ausdenken würde, das erfüllen. Dann würden Sie sagen, ja, Moment mal, aber mein N von T ist doch positiv, ich kann mir jetzt nicht was Negatives aussuchen. Stimmt, ja, aber wenn Sie einen gegebenen, rein theoretisch würde es funktionieren, die Differentialgleichung würde gelöst werden, die Physik würde natürlich sagen, gibt es nicht. Gut. So, was hat das jetzt mit der Halbwertszeit zu tun? Erstmal noch nicht viel, aber wir kümmern uns jetzt drum. So, was ist denn die Halbwertszeit? Also Halbwertszeit
So, was ist das? Das ist doch eine Zeit T0, ja, aus R, ja, größer 0 typischerweise, mit folgender Eigenschaft, dass nämlich n von T 0, also die Anzahl der Isotope zum Zeitpunkt T0, ist genau die Hälfte von n von 0. Also wenn wir sozusagen die Stoppuhr stellen und sagen, okay, zum Zeitpunkt 0 haben wir 1000 Kerne von unserem Isotop, davon die Hälfte sind 500 und der Zeitpunkt T0 ist genau der Zeitpunkt, wo diese Differentialgleichung diesen Wert annimmt. Ja, also das heißt, das ist gesucht. Ja, dieses T0 ist gesucht. Ja, also jetzt, wir wissen ja, wie unser N aussieht. Ja, das Lambda ist fix, das ist gegeben für das jeweilige Isotop. Und das Einzige, was wir nicht wissen, ist das C. Und jetzt suchen wir doch das T0. Ja, das muss ja irgendwie zusammenhängen. Also formen wir das einfach um. Ja, wir nehmen diese Gleichung und formen sie um. Dann n von T0, das ist einfach C mal Exponentialfunktion von minus Lambda T0. Ja, gleich 1/2. So, und dann C mal Exponentialfunktion von minus Lambda mal 0. Naja, das ist natürlich 0. Und dann ist das hier natürlich 1. So, dann steht also Folgendes da. Ja. C mal Exponentialfunktion von minus Lambda T0 ist einfach 1/2 C. Jetzt kann ich das C natürlich kürzen. Ja, und dann bleibt dann nur noch die Exponentialfunktion von minus Lambda T0 ist gerade 1/2. Naja, dann wende ich jetzt mal den ln an. Und dann bin ich bei dieser Gleichung minus Lambda T0. Das ist einfach ln von 1/2. Und jetzt ist man quasi da, wo man sein wollte. Ja, also wenn man mir Lambda gibt, ja, kann ich das T0 ausrechnen. Das ist nämlich dann einfach T0 ist dann einfach ln von 1/2. Durch Lambda. Und dann mache ich auch Minus davor und dann stimmt alles. So, und was ist ln von 1/2? Ja, wenn man das also in den Taschenrechner tippt, dann kommt man auch, also kriegt man also raus, das ist 0,693147 geteilt durch hoppla, ja, durch Lambda. So. Ja, und ich kann das natürlich auch genauso umdrehen. Ich kann also auch das Lambda ist dann eben halt auch 0,693147 geteilt durch T0. Ja, also es kommt auch selber raus. Also ich habe für beides jeweils die entsprechende Gleichung. Ja, das heißt, das funktioniert alles super. Ja, jetzt haben wir also den Zusammenhang zwischen dieser Zerfallskonstante, die in vielen Tabellen steht, und der Halbwertszeit eben halt auch raus. Gibt man mir die Zerfallskonstante, dann kann ich auch die Halbwertszeit ausrechnen und umgekehrt. Ja? So, jetzt sollten wir in Aufgabenteil B für die folgenden Isotope, wie lange man warten muss, bis 99% aller Kerne zerfallen sind. Einmal mit für Uran und einmal für Plutonium. Ja, also Uran 238 und Plutonium 244. Na gut, hier noch so ein Hinweis, ne? Also wir arbeiten hier immer mit den Erwartungswerten. Ja, also wenn man sagt, ja, da kommen ja krumme Werte raus, wenn ich mir diese Funktion angucke, stimmt, ja. Also dieser Funktionsterm ist ja nicht immer in n und die Anzahl der Kerne, die ich habe, ist ja natürlich immer eine ganzzahlige. Ne? Also da muss man da präzise sein und sagen, okay, wir überreden von den Erwartungswert der Kerne, die noch da sind. Ja, so, also ein Erwartungswert kann eben halt auch durchaus nicht ganzzahlig sein. So, bei B geht es jetzt darum, auszurechnen, wann denn 99% aller Kerne zerfallen sind. Ja, wie lange das denn wohl dauert. Ja, und dann machen wir das nochmal. Also Aufgabenteil B. Ja, na gut, also es geht um n von T1. Ja, es geht um irgendeinen Zeitpunkt und es sollen dann 99% aller Kerne zerfallen sein. Das heißt, 1% ist noch über. Das heißt, ein Hundertstel ist noch über aller Anfangskerne. So, das ist die ganze Gleichung, auf die man kommen muss. Jetzt wieder dasselbe Spiel. Wir setzen ein, dass wir wissen, wie diese Differentialgleichung sich verhalten wird. Ja, dass das die Lösung sind. C mal Exponentialfunktion von minus Lambda T1.
ist dasselbe wie 1 durch 100 und dann mal c mal Exponentialfunktion von minus Lambda mal 0. Das Spiel kennen wir schon, das ist 1, dann kann ich das c kürzen, ja, das kennen wir auch schon, ja, und dann sind wir also bei der Exponentialfunktion von minus Lambda t1, ist dann genau ein Hundertstel. So, wieder den ln anwenden. Und dann bin ich bei minus Lambda t1, das ist eben halt ln von ein Hundertstel. Ja, und wenn ich das dann umstelle, dann bin ich bei t1 gleich ln von ein Hundertstel durch Lambda, das Minus nicht vergessen. Und wenn man das dann in den Taschenrechner tippt, ja, ach, das brauche ich gar nicht. Ich setze noch mal was anderes ein. Ich kann auch Folgendes machen. T1 ist einfach minus ln von 100. Und was war nochmal Lambda? Lambda, dann nutze ich die Formel, die ich hier habe. Lambda ist einfach minus ln von 1/2 durch T0. Minus ln von 1/2 durch T0. So, und dann hebt sich schon mal das Minus weg. Dann sind wir bei ln von 1 Hundertstel durch ln von 1/2. Und dann ist man bei T0. Ja. So, und wenn man das dann ausrechnet und seinen Taschenrechner tippt, dann ist man bei 6,64386. T0. Ja, also das ist meine Halbwertszeit und der 6,6-fache von der Halbwertszeit. Das ist die Zeit, in der dann doch nur noch 1% der Kerne vorhanden ist. Ja. Also wenn die Halbwertszeit 10 Jahre ist, dann sind nach 66 Jahren nur noch 1% der Leute, der Kerne dort. Ja, dann wenn man jetzt in der Aufgabenstelle stand was von Uran und Plutonium, ich habe das mal nachgeschlagen und wenn man also Uran anguckt, Uran 281, dann ist die Halbwertszeit, also T0, ist dann ungefähr 4,468 mal 10 hoch 9 Jahre. Ja, und diese T1-Zeit wäre dann 2,968 mal 10 hoch 10 Jahre. Und Plutonium 288 Hoppla, Plutonium PL, nee, das ist, ach, ich habe das gerade vergessen, was das chemische Symbol für Plutonium ist. Das ist ein bisschen peinlich, aber ich schreibe einfach Plutonium hin. So, da war T0 einfach ziemlich genau 8 mal 10 hoch 7 Jahre. Und das, wenn bis 99% zerfallen sind, dann ist das also 5,315 mal 10 hoch 8 Jahre. Jo. Also man merkt, der Zusammenhang zwischen also, dem radioaktiven Zerfall und diesen Verzeitöffnungen ist ganz lustig und aber auch nicht besonders schwer. Aber die Art und Weise, wie dass man weiß, wie das zusammenhängt, lässt einem besonders einfach die Sachen ausrechnen. Das heißt, solche Fragestellungen sind sehr einfach zu berechnen, ne? Weil man ja weiß, wie die Lösungen aussieht. Und die Lösungen sehen sehr schön einfach aus. Das hier ist eine einfache Funktion, mit der sich wunderschön rechnen lässt. Ja, und von daher ist das natürlich sehr angenehm für die Physik, dass sich die Natur so verhält, dass sie eine ganz einfache Differentialgleichung folgt. Ja? Ja, manchmal hilft die Mathematik der Physik doch sehr.